herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute reden wir mal ein bisschen über Germany's Next Topmodel. Für meine Mädels hier draußen, ne? Ich muss sagen, ich habe in den früheren Durchgängen kein Germany's Next Topmodel geschaut. Aber dieses Jahr waren mir irgendwie die Mädels dort so sympathisch, dass ich auch es jetzt jede Woche gucke. Shame on me. Nee, Spaß, ich mag's. Ist echt cool. Hier erstmal ein paar Fakten über GNTM. Germany's Next Topmodel ist eine deutsche Castingshow im Reality-TV-Format. Heidi Klum hat 2006 die deutsche Version gestartet und moderiert sie auch. GNTM wird einmal jährlich ausgestrahlt und ist die deutsche Variante der amerikanischen Sendung Next Topmodel. Hier immer ein Foto von den Kandidaten. Aber jetzt das Coole, und zwar sind zwei von ihnen Christen. Auf jeden Fall haben die zwei sich öffentlich dazu geäußert. Die eine ist Chanel. Allerdings musste sie schon raus. I miss you. Die andere ist Anna. Anna ist BWL-Studentin und stammt ursprünglich aus Bosnien-Herzegowina. Schade ist, dass auf der offiziellen Seite von GNTM kein Wort darüber steht, dass sie Christen sind. Oder jetzt nur noch Anna. Sie hat das aber bereits mehrmals im Interview gesagt und eben auch, dass sie keinen Sex vor der Ehe haben will. Das wäre ja vielleicht eine uninteressante Tatsache, wenn Anna nicht einen Freund hätte und das schon seit mehr als 3 Jahren. Finde ich ziemlich mutig, so deutlich zu werden. Echt stark, dass sie das hier ja mit einer ziemlich körperorientierten Show zu tun haben. Also in unseren Medien offen zuzugeben, dass man sich als Paar noch nicht nackt voneinander gesehen hat, ist bewundernswert. Umso heftiger war offenbar auch das Nacktshooting für Anna. Ich habe mir dann selbst die Frage gestellt, würde ich das auch machen? Also offen zum Thema Christsein oder Sex vor der Ehe zu sprechen oder dazu zu stehen. Und klar, am Anfang sagt man immer, ja klar, warum nicht? Nicht. Aber wenn es dann wirklich soweit ist, können wir das nicht alle. Ich war schon häufiger in so einer Situation, wo ich mich selbst gefragt habe, muss ich das jetzt wirklich ansprechen oder sollte ich das nicht lieber für mich behalten? Aber immer wenn ich mir sowas denke, kommt mir der Bibelvers 1. Johannes 5,4. Denn da heißt es, denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Und genau daran glaube ich. Warum sollten wir unseren Glauben verstecken, wenn das die größte Waffe ist, die wir haben? Ha, Simon, warum? Was könnte da noch gegen uns sein, wenn wir das Wort Gottes aussprechen? Genau das hat Anna auch gemacht. Und Chanel ebenso. Sie sitzen in einer der größten Shows Deutschlands und berichten öffentlich von ihrem Glauben und sie haben eben keine Sekunde gezögert, ihren Glauben öffentlich preiszugeben. Vielleicht kennt der ein oder andere auch den Film Ja, ich glaube. Da geht es auch um ein Mädchen, das immer zu ihrem Glauben gestanden hat und auch wenn all ihre Freunde sie verlassen haben. Doch sie stand für ihren Glauben ein, bis zum Tod. Und das meine ich wirklich. Guckt euch den Filmausschnitt kurz an. Für mich ist Barmherzigkeit die stärkste Art zu lieben. Woher weißt du, ob Vertrauen und Schönheit, Barmherzigkeit die Welt zu einem besseren Ort macht? Vielleicht noch nicht morgen. Aber es besteht immer die Chance, eine Kettenreaktion zu starten. Jesus gab sein Leben für mich. Und ich gebe ihm meines. Dieser Film gibt mir echt den Rest. Immer wenn ich diesen Film sehe. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, müsst ihr ihn unbedingt anschauen. Das ist eigentlich so ein Muss. Mir hat dieser Film auf jeden Fall sehr viel geholfen, mich als Christin einer von Nicht-Christen besetzten Schule wohler zu fühlen. Also wenn du auch so ein Problem hast, deinen Glauben einfach so immer preiszugeben, guck dir bitte diesen Film an. Denn er gibt dir nochmal eine ganz neue Sichtweise von dem Ganzen hier. Also Leute, ich weiß, wie schwer es ist, von Nicht-Christen umgeben zu sein und trotzdem zu seinem Glauben zu stehen zu wollen. Da kann ich nur sagen, dass ich mir auf jeden Fall die zwei Mädchen und das Mädchen aus dem Film als so ein kleines Vorbild nächstes Mal nehmen möchte oder werde, wenn ich nochmal in so eine Situation komme. Und das könnt ihr vielleicht auch machen. Und wenn ihr Germany's Next Topmodel noch nicht gesehen habt, solltet ihr es wirklich diesmal machen. Also diesmal ist echt, also unsere ganze Familie guckt es im Moment. Und wir sind Team Anna und wir waren Team Chanel auch, aber die ist leider rausgeflogen. Und genau, ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, für welches Team ihr seid. Und genau, oder ob ihr schon mal so Situationen gehabt habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Könnt uns gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin noch ein schönes restliches Wochenende. Tschüssi. Wie die Heidi immer macht, ne?